Max, du musst nicht klopfen. Meine Tür steht immer offen. Komm rein. Der Überhebliche. Ich möchte dir was zeigen. Das war nicht ich, aber Mann, ich wünschte, es wäre so. Wer auch immer mir gestern Abend THC-Fruchtgummis als Trinker gegeben hat, bist du Single? Heiß? Ich denke, wir haben hier was Gutes am Laufen. Deine gute THC-Fee erinnert sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an letzte Nacht, ha? Du ruinierst mein Traum. Sorry. An meinen Felsener Brand und mein Licht und meinen liebsten Trinkgenossin, Claudia. Danke, dass du meine Frau bist. Ohne dich würde ich immer noch allein in einer Bar in Kansas weinen. Wer weint jetzt? Ich liebe dich, Schatz. Ich dich auch. Aber den Kuhschädel haben wir doch schon geklärt jetzt. Er hat ein Alibi. Sieht aus, als hätte hier jemand wild gefeiert. Was? Oh, das ist nur Kaffee. Ich bin etwas abgelenkt. Oh, süß. Die hat mir mein Sohn vor ein paar Jahren geschenkt. Habe ich gerade ausgegraben. Ah, kennst du die Araucarienwälder? Die gibt's überall in Südchile. Ah, Chile, ja. Nein, aber sie sehen wunderschön aus. Naja, beim nächsten Anfall von Fernweh? Ich kenne diesen Namen nicht. Oh, der? Den hat ein Fan mir geschenkt. Er ist recht berühmt, weißt du? Schaust du Fußball? Nee. Nicht wirklich. Oh, da war eine Kaffeemaschine hier, weil der Kaffee da draußen eklig schmeckt. Was wirst du mir über Maya erzählen können? Was genau wolltest du mir zeigen? Sieh dir das an. Das ist echt ein cooles Foto. Ich hoffe, Robbie geht es gut. So ein schicker Füller. Ich hätte Angst, damit zu schreiben. Lucas scheint bis spät abends zu arbeiten. Was zum... Er hat's wirklich getan. War das die richtige Entscheidung? Hätte ich es Safi sagen sollen? Basierend auf den Fakten, Lucas Calmaneros gebrüchter Beschwerde im Antrag und zugehörigen eidesstattlichen Erklärung hat Lucas Calmaneros die folgenden benötigten Punkte für eine temporäre einstweilige Verfügung nachgewiesen. Er hat's nachgewiesen. Ein Film? Ach du Scheiße. Jetzt muss ich den Rest des Buchs nicht lesen. Lukas, ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Olympus Mons Pictures ist an den Filmrechten für Wilder Beasts Than These interessiert. Ich melde mich mit weiteren Details und nächsten Schritten, also behalte dein Handy im Auge. Unterbezahlter Autorenzähmer Samuel. Was soll ich jetzt angucken? Die ist vorläufig. Damit habe ich 2 Wochen, um handfeste Beweise zu finden. Ich weiß, du bist nicht begeistert. Safi ist deine Freundin. Aber es beruhigt mich ungemein, also. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Es ging mich auch eigentlich nichts an. Ehrlich, ich hätte gar nicht erst in deinen Sachen rumwühlen sollen. Da ist was dran. Aber macht ja nichts. Aber deswegen bist du doch bestimmt nicht hier. Wie kann ich helfen, Max? Ja, wir würden in den anderen Sachen jetzt rum. Reden wir erstmal über das Filmangebot. Ich will nicht neugierig sein, aber ich habe zufällig die E-Mail von deinem Agenten gesehen. Oh, kein Ding. Ein unglaubliches Gefühl, auf die Kinoleinwand zu kommen. Wurde auch Zeit, was? aber erzähl's noch keinem. Okay, Max. Solche Dinge müssen richtig angekündigt werden. Ich denke da an Krampus. Krampus? Wahrscheinlich. Ich rede nachher mit meinem Agenten.
Da erfahre ich die Details. Hm. Wie geht es, Robbie? Immer noch sauer auf mich. Aber es wird langsam besser. Ich habe ein paar Dinge für sein Taekwondo-Match abgesagt. Das hat ihn gefreut. Wolltest du nicht zur Burlington Buchexpo? Die Buchexpo? Habe ich abgesagt. Schien nicht so wichtig bei allem, was mit Robbie war und all dem hier. Sag mal, kannst du mir was über Maya Okada erzählen? Warum fragst du? Mit Sicherheit weißt du, warum ich frage. Besser als irgendwer sonst. Das tue ich nicht. Bedauere. Mr. Bluff ist nach hinten losgegangen. Jetzt entschuldige mich. Ich muss meinen Agenten anrufen. Lass mich bitte allein. Natürlich. Das war wohl nichts. Und umsehen kann ich mich hier drin auch nicht. Mist. Mit Winreen und Infos über Maya finden. Nochmal mit Winreen. Ich muss mit Lucas reden. Sofort. Na, was denn nur? Da hatte wohl jemand sein letztes Gefecht. Was hast du, Maya? Oh, warte mal. Glaub mir, nachdem, was wir da irgendwie. Okay. Vor über 40 Jahren wurde sie im Lakeport-Krankenhaus eingeliefert, ein paar Tage vorm Entbindungstermin, mit etwas, das sie als Schwangerschaftskomplikation beschrieb. Doch trotz ihrer Behauptung hieß es, dass es kein Baby gab und noch nie gegeben hatte. Sie und ihr verstorbener Mann wollten den Jungen nach seinem Vater benennen, Vincent. Es ist, als gäbe es Hinweise darauf, wer Alderman war oder hätte es sein sollen, aber nur Hinweise. Weil die Realität verändert wurde. Heilige Scheiße. Also hätte der Typ, den wir heute gesehen haben, gar nicht erst da sein sollen. Ja. Oder aber durch diesen Zeitklumpen ist alles verändert worden. Er hat sich ins Nichts verkehrt. Alles dreht sich um Lucas. Ich muss ihn finden. Ich habe mit ihm geredet. Hast du es gewusst? Was gewusst? Warum Vin gelogen hat? Nein. Er war verletzt. Aber er ist zurückgetreten, also verbeugt euch vor Präsidentin Diamond. Tut mir leid. Ich hätte dir das nicht erzählen sollen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Naja, ich hätte dich auch aufhalten können. Die erste Tat als Präsidentin von Abraxas? Zu Vins Untergebenen zu sprechen. Ach, ich hole schon mal Taschentücher. Man sieht sich, Max.
Aber wie ist, wenn man alles gesehen hat und von unten nach oben aufgestiegen ist? Wie kann man sich dann so entwickeln? Und dann eben halt so anti werden, ne? Wie er ist. Okay, sehen wir mal, was ich über Maya erfahre. Würde man, was sich Maya antat, unter W oder M einsortieren? Ja. Das ist eine Menge Müll. Aber vielleicht ist das, was ich brauche, da drin. Nee, noch. Ah, nee. Ach, verdammt. Kann ich das wieder rausholen? Bitte? Shit. Das ist jetzt doof gelaufen. Diese Ordner sind alle von diesem Jahr. Hier finde ich nichts zu machen. Ich dachte, ich kann es liegen lassen. Och Mann. Das ist unangenehm. Diese Art Baum habe ich in freier Natur noch nie gesehen. Angeberisch glänzt und hat vermutlich seit Jahren nichts geschrieben. Genau wie Lucas. Ist das eine russische Fahne? Nee. Normaler Kaffee tut's wohl nicht für Professor Colmenero. Wenigstens ein Student hat gute Erinnerungen an Lucas. Der goldene Moment, George Martinez. Mr. Colmenero, es ist Jahre her und Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich hatte gehofft, dass Sie mir die Ehre erweisen, mein erster Leser zu sein. Mein Verleger würde durchdrehen, falls Sie den Klappentext schreiben, aber das ist nicht, was mir wichtig ist. Sie haben mich als Student so inspiriert, dass ich einfach Ihre Meinung hören möchte. Rezensionskopie nicht zur Distribution. Okayester Papa der Welt. Klingt so, als würde es passen. Das ist vermutlich seine Ex-Frau. Hier sehen sie echt glücklich aus. Okay, Moses hat was geschrieben. Offiziell wurden bei Marjorie Ardemann schwere Bauchschmerzen diagnostiziert. Eine psychosomatische Reaktion auf die überwältigende Trauer um ihren verstorbenen Ehemann. Gott. Himmel. Ich weiß. Detective Orderman wurde nie geboren und existierte nie. Doch die Rückstände verbleiben am Rand. Der Wissenschaftler ist, in mir ist neugierig, was das Wie angeht.
Doch der schwarze Typ in einem Horrorfilm in mir sagt, dieses Problem lasse ich besser in Ruhe und diese Seite von mir hat gewonnen. Das ist clever. Ist vermutlich die richtige Entscheidung, danke Moses für alles. Es ist Wissenschaft, ich muss das überprüfen. Ich wünschte nur, wir könnten Saphir... Wenn Elgorman nie existiert hat, wie zum Teufel wissen Moses und ich von ihm? Weil sie dieses Ding berührt haben. Wir müssen da durchblicken, bevor das, was ihm passiert ist, jemand passiert, der uns etwas bedeutet. Es ist, wie es halt ist. Es ist, sie waren dabei, als eben halt sich dieses Ding aufgelöst hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was wir da gesehen haben, wirklich zwei Realitäten, zwei Versionen treffen aufeinander, berühren sich in dem Sinne und es gab halt die gegenseitige Auslöschung. Eis draufpacken. Sieht unterhaltsam aus. Wusste nicht, dass Lukas weiß, was Spaß ist. Diese Art Baum habe ich in freier Natur noch nie gesehen. Ich habe irgendwas versiebt hier unten und ich komme nicht mehr ran. Ja, das ist so, ich krieg's nicht direkt hin, aber das ist so wie, wer den Anhalter kennt, kennt wahrscheinlich die Passage mit dem Babelfisch, als der Babelfisch erklärt wird, ne? Der Fisch, den man sich ins Ohr setzt und der dann jede erzählte Sprache und so weiter simultan übersetzt. Also man versteht das einfach schlichtweg. Und Lukas muss hier was haben, das ihn mit Maya in Verbindung bringt. Und es ist dann sinngemäß, ne, dass der Babelfisch ja nicht einfach so existiert, hätte existieren können, muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Ne? Also sowas. Fulminables kann nicht einfach so per Zufall da sein. Und dann schreibt Adams sinngemäß, dass der Babelfisch der letzte Beweis dafür ist, dass Gott nicht existiere. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sprach Gott, denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sprach der Mann oder der Mensch, ne, und, redete rein, der Babelfisch ist doch eine Offenbarung deiner selbst. Er beweist, dass es dich gibt und ergo gibt es dich nicht. Ups, sprach Gott, daran hatte ich gar nicht gedacht und löste sich prompt in einem Logikwölkchen auf. Das ist das, was wir gesehen haben, dieses das war ja einfach, sagte der Mensch, und weil es so einfach war, bewies der Mensch, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt auf einen Zebrastreifen ums Leben. Sinngemäß, nicht wortwörtlich. Ja. So, wir müssen hier also irgendwas finden und ich glaube, ich kann nichts mehr finden, weil ich es kaputt gemacht habe. Das ist vermutlich seine Ex-Frau. Oh. Hier sehen Sie echt ein komisches Versteck für einen Schlüssel. Muss wichtig sein. Schreibmaschine. Oder? Nein. Das ist ein Kratzer dran. 42, genau. Er war der Lektor und hat Kritik. Damit habe ich nicht gerechnet. 1 Million Meilen unter meinen Füßen. Das kenne ich. Das ist von Maya. 1 Million Meilen unter meinen Füßen. Weniger pointiert, mehr Metapher. In dieser Stadt erhob sich die Bestie und starrte in meine Seele. Sie wurde zu mir. Ich bin stets die Bestie gewesen. Aber das war später. Jetzt zitterte ich in der frostigen Kälte eines Januarmorgens. Ich trat einen Schritt auf den sich bewegenden Truck zu und blickte zurück zu den Menschen, die sich am Straßenrand versammelt hatten und verstand augenblicklich, wie es sich anfühlt, zu ertrinken. Meine Eltern sahen einander an und Obersan sah auf den Boden.
Ein Außenseiter könnte dies als Eigensinn auffassen, als Missbilligung meines Weggangs. Doch ich wusste, dass sie geweint hatten und nicht wollten, dass ich es sehe. Diese Menschen besitzen meine Seele, dachte ich. Mich von ihnen zu trennen war wie Wasser zu atmen. Ich kann nur wild strampeln. 18 ist sie, ist zu jung. Hana ist nur ein Mädchen, sagte Obasan beim Abendessen am Abend zuvor, als ob ich nicht anwesend wäre. Sie ist Amerikanerin, sagte mein Vater, als sei es eine Erklärung. Wir sind jetzt alle Amerikaner. Alle von uns außer mein Bruder Kaito. Er hatte seinen Job in Tokio. Keine 10 Pferde könnten ihn aus Japan fortbringen. Dieselben 10 Pferde, die mich aus dem einzigen Heim zerrten, das ich je kannte. Über 200 Meilen Autobahn in eine Stadt mit einer Bestie in ihrem Zentrum. An den Ort in dem Labyrinth, in dem meine Seele den Menschen, denen sie gehörte, genommen werden würde. Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit kann übertragen werden, unabhängig vom Land. Komm schon, es muss hier eine Kopie geben. Es muss einfach. Ach du Scheiße. Es ist dasselbe. Die Bestie erhob sich und starrte meine Seele wurde zu mir. Ich bin stets die Bestie gewesen. Hier sind die Charaktere geändert. 18 ist zu jung, Carolina ist ein Mädchen, sagte Abu Elita beim Abendessen einmal. Er hat's geklaut? Er hatte seinen Job in Santiago. Ich glaube, der hat's geklaut. Wen hat er recht? Lucas hat Blut an seinen Händen. Die Bücher aller das Dozenten hat lesen. Hat mir die ganze Zeit gefehlt. Ich muss mit Safi reden. Der hat von Maya das Buch, Safi, die Texte geklaut und umgeschrieben. Sei stark, Habibti. Du weißt, wo du mich findest. Das Gespräch über den Deal, den geplatzen. Stimmt was nicht? Oh, jetzt willst du mit mir reden? Ich hab dir nichts zu sagen. Safi, bist du... Was? Hast du noch wem was über mich erzählt? Mehr Hinweise erschnüffelt? Scheiße. Sie weiß, dass ich Fragen gestellt habe. Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast. Aber ich habe einen guten Grund. Oh, du hast einen guten Grund? Na dann, was ist dein guter Grund, Max? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich glaube, dass jemand vorhat, dir zu schaden. Ja. Ich auch. Dafür habe ich jetzt nicht die Energie. Du solltest mich eine Weile in Ruhe lassen. Eine lange Weile. Ich habe so viele Nächte so verbracht, als ich unterwegs war. Diners, Bars, Hotels. Ich war damals gern allein. Zumindest glaube ich das. Zoe ist bestimmt feiern.
mich würde sie rangehen, oder? Aber es ist nicht mehr ihre Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Ich kann nicht hier sitzen und in Selbstmitleid versinken. Ich brauche Gesellschaft. Ich kann Amanda fragen, ob sie mir hilft, meine Sorgen zu ertränken. Vin meinte, er würde auch hier sein, in der Snapping Turtle. Es gibt viele Widerlinge auf der Welt und Lucas Colmenero ist einer davon. Er tut so gediegen, aber er benutzt andere. Jefferson strotzte auch nur so vor Scham und dann auf einmal nicht mehr. Ganz gleich, wie nett er tut, was er getan hat, war ein Missbrauch von Macht und Maya ist deswegen tot. Wer weiß, wozu Lucas fähig ist. Robbie tut mir leid, so einen Arschloch als Vater zu haben. Safi tut mir auch leid, so viele Leute haben sie im Stich gelassen. Mich eingeschlossen. Aber wir haben versucht, was zu tun. Aber wir haben ein paar Sachen nicht gefunden. So, welcher mit Amanda? Hauptziele. Lass mich raten, oder ich muss doch warten, bis es aufploppt. Ich würde gern... Da ist Gwen. Ich sollte ihr von den seltsamen Aufnahmen erzählen. Ja. Hey, Gwen. Na prima, es geht wieder los. Sorry, dass ich störe, aber... Ich denke wirklich, du solltest dir die Aufnahmen ansehen. Sie sind seltsam. Also, so richtig seltsam. Ich denke, du kannst dich wehren. Ich sehe sie mir an. Sonst noch was? Das ist alles. Naja, ich... Pass auf dich auf. Rede einfach mit mir, Safi. Sag mir, was los ist. Ich sprach so lange nicht, dass meine Zunge verrottete, aber meine Zähne scharf wurden. Safi, kannst du mich bitte zurückrufen? Moses wird's schon richten. Moses weiß Bescheid in dieser Zeit. Nee. In dieser weiß er's nicht. Ach, du Scheiße. Ah, okay, gut. Zu wissen. Zutaten für Sangria zu kaufen, erinnert mich an eine Freundin, die sich betrank und dann immer versuchte, im verlassenen Gebäude einzubrechen. Wo immer du bist, ich hoffe, dort gibt es viele abbruchreife Bowlingbahnen. LMR, wer ist das? Du kennst sie nicht. Ich denke, das sagt mehr über deinen Sangria als über alles andere. Mein Sangria ist super. Falls das die Person ist, die ich denke, wünschte ich, dass wir mit ihr irgendwo eingebrochen wären. Jo, ich auch. Okay. Mit Amanda. Ach ja, wir können ja noch wechseln. Das war auf dem Klo, ne? Viel los heute. Oder der Geschirrspüler ist kaputt. Ja. Du kannst kein Baden sein. Warum nicht? Weil wir schon eine Badin haben. Letztes. Heute muss Spieleabend sein. Tot in zwei Sitzungen. Das ergibt keinen Sinn. Warum machst du das? Jetzt verstehe ich auch, warum die Punkte so gewählt sind, dass man uns nicht sehen kann. Hey, Reggie. Alles okay? Ich habe heute zumindest noch keine Geister gesehen. Also... Reggie. Ich weiß, mir geht's nicht gut. Max, mir ging's schon nicht gut, bevor ich... Es wird immer schlimmer. Ich denke, so etwas würde doch jeden aus der Bahn werfen. Aber das ist nicht das Einzige. In meinem ersten Jahr dachte ich, dass hierher zu ziehen, ewig weit weg, alles richten würde, was in mir kaputt ist. Ich
Aber alle denken, ich bin ein Verlierer. Und vielleicht haben sie recht. Das Ding ist, jeder ist ein Verlierer. Jeder Einzelne von uns. Selbst du? Reggie, ich bin die größte Verliererin, die ich kenne. Wenn die große Max Caulfield eine Verliererin ist, gibt es Schlimmeres, was man sein kann. Negativ zum Positiven bringen. Danke, Max. Alles andere wären jederzeit Worte gewesen. Hülsen. Aber wenn man sich tiefer einstellt oder die ganze Welt tiefer einstellt als derjenige, der Trübsal bläst bzw. mit der Welt total im Unreinen ist, muss man halt zeigen, dass er eben halt noch, ja, klingt abgedroschen, aber eben halt gleich oder sogar besser dasteht als alle anderen. Denn nun nicht nur man selbst ist halt, sondern alle anderen auch. Ba, 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 ba. Mit Wind reden wir noch nicht. Aber ich bleib dabei, mit Wind gehen wir hier nicht ums Eck. Ne? Er braucht keinen Trost. Genau das brauche ich heute noch. Mich auf die Nase zu legen. Schön zu sehen, dass du auf dieser Seite noch nicht randaliert hast. Kommst du oft her? Oh, du bist hier. Du hast mich eingeladen. Das stimmt wohl. Muss 40 Jahre her sein. Wieso 40? Bedien dich ruhig. Ja, sie ist sehr einfühlsam. Mieser Tag? Einfach alle hassen mich. Ich bin nervig. Ich belästige wirklich jeden. Meine Kollegen, Moses, Safi. Safi war auf mich echt oft sauer. Bist du irre? Safi war von dir besessen. Sie hat ständig von dir geredet. Ich war so eifersüchtig. Ich meine, Mach dir keinen Kopf. Ich weiß von dir und Safi. Oh. Nun ja, ich hätte es dir sagen sollen. Deswegen haben wir nicht von Kopf gestoßen damit. Ist nicht so schlimm. Es ist wirklich viel passiert in den letzten Tagen. Und es ist ja nicht so, als wären wir beste Freunde. Ich war nicht ihr fester Freund oder in der Art. Und es ist schon lange her, aber ich hatte mir wohl ausgemalt, wir kommen wieder zusammen. Irgendwann. Hast du noch andere dunkle Geheimnisse meiner Vergangenheit parat? Alle. Ich weiß, was mit Maya passiert ist. Himmel, Max, das war ein Witz. Und ich weiß, was du nach ihrem Tod getan hast. Ich war jung und ein Riesenarschloch. Und ich wollte nicht im Schnapsladen meiner Eltern arbeiten, bis ich verschrumpelt bin. Für
fühlt sich dein vergangenes Ich jemals an wie... Ich weiß nicht, ein Alien? Der Scheiß, der dir mal wichtig war, ist so banal, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Das klingt nach einer beschissenen Situation. Oh. Ganz besonders direkt nach dem Bachelor. Oder? Da stand ich also mit einer Chance auf Gehalt, Versicherung, sogar fucking Rente. Und dafür musste ich nur Scheiß labern. Und das kann ich gut. Sorry, hab die Stimmung ruiniert. Ich muss mehr trinken. Trink nicht so viel, Max. Bitte. Du hast dich also schon häuslich eingerichtet. Das war Vin. Also, vögelt ihr? Psst. Was? Nein! Also... Wir haben geredet. Und dann ist Safi passiert. Und Amanda dachte, ich pack nicht beides gleichzeitig. Das ist irgendwie blöd. Nein, das ist... Sie hat wahrscheinlich recht. Fair. Sie ist süß, aber zu starre Prinzipien für mich. Neben ihrem völligen Desinteresse an meinem Geschlecht. Hey, Prinzipien können heiß sein. Aha. Im Ernst, soll ich dir ein Essay schreiben? Leidenschaft ist super sexy. Nein, nein, du hast recht. Leidenschaft ist sexy. Wie bei deinem Kumpel. Der große Typ mit den Teleskopen. Moses? Ich hab gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte was vom Doppelspaltexperiment. Es war merkwürdig heiß. Oh mein Gott. Was, würdest du es nicht tun? Er ist mein Freund. Und das wäre extrem freundlich. Moses, Vögeln oder nein. Nicht? Er ist dein Freund. Das wäre voll komisch. Mehr für mich. Oh, B. Eins spricht für Kaladin. Der große Anteil fickbarer Fakultätsmitglieder. Na, pst. Dr. Hunter zum Beispiel. Interesse? Sagen wir einfach, ich war ein klein wenig enttäuscht, als ich erfuhr, dass sie eine Frau hat. Wer weiß? Vielleicht ist ihre Frau dabei. Professor Colmenero. Nein. Er ist scheiße. Ist er das? Du bist scheiße. Hey, ich versuche nur Leute zu nennen, die wir beide kennen. Lucas, Vögeln oder nein. Nicht? Nein. Nein, er ist ein Arsch. Ich hab schon mit Schlimmeren gevögelt. Moment. Es ist Vögeln oder nicht. Du spielst eine gesunde Langzeitbeziehung plus 2,5 Kinder oder nicht. Ich frag doch nicht, ob du sie heiraten willst. Nur... Genau. Okay, ich bin dran. Yes, man. Okay, das ist einfach nur unfair. Warum? Tja, weil ich dann zugeben muss, wie heiß ich Autoritätsfiguren finde. Ich bin sowas von unschockiert. Ja? Ja. Okay, ich bin wieder dran. Mal sehen, wen kennen wir zwei sonst noch?
Aha. Nein. Meine Studenten sind tabu. Da ich sowohl A in Caledon und Nein, auch nicht mit dir. Nicht dein Student bin, was deine Vorliebe zu sein scheint. Nein. Komm schon. Also, was ist mit mir, Miss Caulfield? Wo lande ich bei der Umfrage? Nein, ich ahne, was passiert. Nein. Pass das jetzt bitte nicht falsch auf, aber... Kein Ding. Ist kein Problem. So sind eben die Spielregeln. Ja. Ja. Tja, hat Spaß gemacht. Das habe ich gebraucht, also... Danke. Nacht, Max. Nacht, Van. Ich glaube, er nimmst dich tragisch, nimmst bloß dich tragisch, aber ich glaube, bei dem Spiel habe ich mich schon vom ersten Mal, als wir hier in der Bar waren, festgelegt, was getan werden darf, soll, muss. Mit Amanda in der lebendigen Welt reden. Ich fühle mich noch nicht mies genug, um Bier zu trinken. Warum nicht? Aber dann hat mich Zeugs Staff, hast du dich gesehen? Hey. Schön zu sehen, dass du dich entspannst. Hast du dir verdient. Danke, Amanda. Okay, wir machen jetzt nochmal den Switch. Ich hab bestanden, ihr Loser. Ich liebe die Uni. Es ist früh, so besoffen zu sein, aber es passiert. Das freut mich selbst, wenn du gegen uns gewinnst. Oh, ich will nicht, dass du verlierst. Soll ich bescheißen? Bei Bierpong? Wie? Du bist im anderen Team, meine Hase. Ich schub's mein Team an, wenn wir da sind. Alter, ich folgte dir. What the fuck? Du willst mich sabotieren? Für die Liebe. Ihr seid beide disqualifiziert. Freut mich, dass Carsten dich bestehen ließ. Carsten im Urlaub in X-Fort. Safi hat mich benotet. Also, weißt du, was du tun wirst? Tun? Ich werde überhaupt nichts tun. Hey, Max. Oh, fuck. Das ist die Art Begrüßung, mit der ich mittlerweile rechne. Danke. Alles okay? Alles blendend. Sie hat sich in die falsche Person verliebt. Reggie, was ist mit dem Bro-Code? Max ist ein Bro. Warst du schon mal in die falsche Person verknallt? Kommt auf die falsche Person an, wa? Wer denn nicht? Zeig mir jemanden, der es nicht war, und ich zeig dir einen Lügner. Naja, das sagt man doch so, oder? Echt tiefgründig, Max. Eigentlich dachte ich immer, ich bleibe Single. Raji sagt, ich soll es hinter mir lassen. Stimmt auch. Ich hatte nur noch nie solche Gefühle für jemanden. Nie. Wen denn? Und das passiert auch sicher nie wieder. Lass dir einfach etwas Zeit. Das Leben hat seine Wege, uns zu überraschen. Ich hoffe, du hast recht. Wer ist denn nur die falsche ich Person? Ich wünschte, Safi würde es mich erklären lassen. Einige Leute führen Freundschaft auf wie ein Theaterstück, doch wenn sie echte Freunde wären, würden sie deine Grenzen respektieren. Stimmt, aber Menschen machen Fehler. Gib eine Freundschaft nicht zu schnell auf. Genau, manchmal machen Leute dumme Sachen. Das Einzige, was ich dieses Jahr wollte, war meinen Freunden zu Krampus meinen coolen Freund vorzustellen, aber der Weihnachtsmann schafft's nicht. Moses, ich sagte, ich würde es versuchen und du kennst mich. Du weißt, ich habe es versucht, aber dieses Jahr klappt es einfach nicht. Oh, ich weiß. Das war nicht an dich gerichtet, Schnucki. Ich wollte bloß teilen, wie traurig ich bin. Nun, traurig sein ist die richtige Wahl, denn selbst an meinem schlimmsten Tag bin ich eine 10. Deine Mitarbeiter wussten gar nicht, was sie mit mir anstellen sollen. Du weißt es ja kaum. Ich komme zu Campus. Ich leiste die Gesellschaft, wenn du magst. Okay? Haben Sie eine Pitch-Drehung?
Oder vielmehr alle, die ihm begegnen. Halt dich bloß fern von mir! Du solltest mich eine Weile in Ruhe lassen. Eine lange Weile. Zum Beispiel da wusste ich gar nicht, dass wir so negative Vibes gegenüber Safi ausgestrahlt haben. Was Lucas Maya angetan hat, war mies. Das Ganze muss für Safi echt furchtbar gewesen sein. Und ich habe in der Wunde gestochert wie ein Kind mit einem Stock. Vielleicht hätte ich lieber die Wahrheit sagen sollen. Ich glaube, ich werde dich bald töten. Sorry, ich versuche das zu richten. Oh, Scheiße, ich dachte, hier würden die Dinge anders sein. Hoffentlich hasst Safi mich nicht allzu lange. Ach ja. Komm ich hier raus? In irgendeiner Folge werden wir rausgeguckt. Da drüben. Oh. Okay, ich geb's zu. Ich sehe Performances selten live. Und das werden wir korrigieren. Sofort. Wenn du mich kennenlernen willst, ist Musik der beste Weg. In dem Fall bringe ich mein Notizbuch mit. Haben wir gesagt. Wunderbar. Notier das. Comedian, mag Live-Musik, super süß. Der letzte Punkt ist wichtig. Du machst das anscheinend nicht zum ersten Mal. Was steht im Max-Notizbuch? Definitiv heiß. Und geheimnisvoll. Hoffentlich hilfst du mir, mehr zu notieren. Okay, andere Max. Amanda. Vögeln oder nicht? Ich mag das Ding ja ohne Ende, ja. Sieht so cool aus. Hey, Kollege. Harter Tag oder alles entspannt bei dir? Kollege? Bist du heute als Boomer-Dad unterwegs? Hey, du hast angefangen. Wohl kaum. Mein Ding wäre viel eher alter Knab. Andere Zeit. Prüfungswoche, oder? Alle, die hier reinkommen, sehen ziemlich durch aus. Okay. Ein Drink gegen deine Probleme? Ein Shot, bitte. Wie wär's mit brennendem Benzin als Geschmackserlebnis? Oder super süßes? Ich hab Omas Likör geklaut vom Geschmack. Du kennst mich doch. Wenn es nicht ekelerregend süß ist, dann trinke ich's nicht. Schon mal Amaro probiert? Ein super süßer Likör, der schmeckt, als hätte sich ein Kräutergarten eine Woche lang volllaufen lassen. Geil. Toll. Jetzt bin ich deprimiert und hab Angst. Wie fühlst du dich jetzt? Ich denke immer wieder, dass ich den Tiefpunkt erreicht habe. Dann merke ich, dass ich immer noch falle. Du bist so ein Desaster. Gott, also voll mein Typ. Du brauchst was anderes als Alk. Lass uns rumhängen. Musst du nicht eigentlich arbeiten? Wir können auch hier in der Turtle Spaß haben. Weißt du noch das Date, das wir geplant hatten? Warum haben wir unser Date nicht jetzt? Was sollen wir tun? Kidnappen wir Revenge Horse und
zwingen sie, hier zu spielen? Als ob. Revenge House spielen nur auf Hauspartys. Wir können uns vielleicht kein echtes Konzert angucken. Aber wir können stattdessen so tun. Okay. Bitch, Augen zu, verdammt nochmal. Okay. Wir kommen beim Haus meines Kumpels Eddie an. Wir nennen es das Rattenloch. Die besten Partys in Lakeport. Revenge Horse spielt um 23 Uhr. Aber im Rattenloch bedeutet das Mitternacht. Das Haus ist voll. Wir können riechen, wie Granito sich draußen bekifft. Und Eddie winkt uns von einem Tisch voll creepy Merch zu. Ist kameratechnisch richtig cool. Ob bei den anderen auch schon immer. Die nehmen sich viel Zeit, die Perspektiven zu wählen. Und das finde ich so cool. Sorry. Hast du gerade gesagt, dass jemand mit dem Namen Granito da draußen steht und kifft? Ich stell dich Granito vor. Ist ein ganz lieber und großzügig mit seinen Joints. Nimmst du einen zu? Ich bin erwachsen und auf Party, also, ja. Und reiche ihn an dich weiter. Na, ich will nicht unhöflich sein. Ich nehme einen Zug und gebe ihn weiter an Granito. Das versuchst du, aber Granito ist schon weggegangen. Du hast jetzt einen Joint. Hey, höre ich da etwa, wie die Band unten ihren Soundcheck macht? Viel zu früh. Sehen wir es uns an. Vorsicht, die Treppe ist steil. Revenge Horse eröffnet mit meinem Lieblingssong. Fuck, Mary Kill. Und ein Moshpit bildet sich in der rauchigen Dunkelheit vor der Bühne. Bleiben wir hinten und sehen uns die Leute. Klar. Ich hol zwei rum mit Cola. Hey, warte mal kurz. Ist das Pepsi? Verdammt, schon wieder? Eddie! Was hatten wir gesagt? Hey, die Sängerin. Steht sie denn auf Stage-Diving? Falls man einen Teppich vom Flohmarkt als Stage bezeichnen kann, klar. Sie legt ihre Gitarre ab, rennt und springt in die Menge. Ich renne zu der Stelle, wo sie landen wird. Max. Du kannst nicht mal einen Kasten Bier tragen. Keine Zeit zum Denken. Okay. Sie stürzt auf dich und ihr geht zu Boden. Ich bin so hardcore. Die Sängerin springt direkt wieder auf. Du bist benommen, aber ich zieh dich wieder hoch. Hab ich vorhin Kaugummi gekauft? Knallhart. Das war die wildeste Show, die ich mir je vorgestellt habe. Ich meine, gesehen habe. Ich sag ja, dass es sich lohnt. Und du hast was mitgenommen. Mal sehen. Einen halb gerauchten Joint. Ein Einwegbecher, in dem eine Rum-Cola war. Und einen Kaugummi, der sich mal im Mund der Frontsängerin befand. Und das war nur die Trockenübung. Stell dir vor, wie ein echtes Revenge Horse Konzert aussieht. Das war ein verrückter Tag. Aber fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, an, als würde ich morgen nicht alles schlimmer machen für die Menschen um mich herum.
Das sagst du öfter. Über deinen Tag. Was ist passiert? Warum bist du so nett zu mir? Shit. Ich tu's schon wieder. Mein Therapeut sagt, ich klammere zu sehr an Leuten. Aber was soll ich machen, wenn ich jemanden mag? Mich wie ein Miststück verhalten? Ehrlich jetzt? Wenn du heute auch nur eine gemeine Sache zu mir sagst, fange ich garantiert an zu weinen. Hey, ich habe noch nie ein Mädchen beim ersten Date zum Weinen gebracht. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Tja, was soll ich sagen? Ich stehe halt auf emotional nicht verfügbare Frauen. Willst du sagen, dass ich... Ernsthaft, Max. Du sitzt hier rum und redest von dir selbst, als wärst du ein Kategorie 5 Hurricane. Ist sie aber. Sorry, habe ich was falsch gemacht? Nein, nein. Ich will dich wirklich gern küssen. Aber wie gesagt, ich neige dazu, Frauen zu mögen, die nicht dasselbe fühlen. Ich muss wissen, dass ich es mir nicht einbilde. Du musst mich also zuerst küssen. Ich liebe eine gute Mutprobe. Aber ich bin auch sehr höflich. Also, du zuerst. Willst du mich fertig machen? Ja. Max Coffey, du bist furchtbar. Schluss. In einer Stunde. Aber bevor das hier eskaliert, sollten wir vielleicht darüber schlafen? In meinem Bett? Mir würde das zwar gefallen, aber ich will meinem Therapeuten sagen können, dass ich diese Woche gute Entscheidungen getroffen habe. Du bist eine sehr kluge Frau. Verdammt. Fortsetzung folgt. Okay, aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Oh. Ich will nicht allein sein. Aber hier ist sonst niemand, mit dem ich reden kann. Fuck. Ach. Vielleicht sollte ich für heute einfach nach Hause gehen. Sieht aus wie, wie heißt denn nicht Dirty von Borderlands, ne? Okay, mit diesen sehr emotionalen und einfach mal sehr doch zärtlichen, emotionalen, liebevollen Moment. Ich fand den süß einfach. Das war goldig. Ich glaube, wie Frank schon schrieb, abseits des Gameplays, wenn man jetzt die reinen Sequenzen sich anguckt, es ist ja nicht viel zu machen, machen wir uns nichts vor. Also vom Spiel her.
das ganze Ding ist wie ein Film und ich mag das ehrlich und das war auch schon bei allen anderen Teilen oder Spielen von Dontnod, wie auch andere Entwickler. Es gibt dort Leute, die haben Blick für den Blick. Genau den perfekten Kamerawinkel in den Sequenzen, wie was dargestellt werden muss, Licht. Und ja auch, es ist zwar alles, sagen wir mal, stilistisch, die Charaktere sind jetzt nicht hyperrealistisch und so weiter, aber sie sind so wunderbar. Also, du kannst die Emotionen lesen. Es war ein langer Tag. Ja? Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Ich ahne Schlimmes. Wir sind ja auch noch bei weitem nicht fertig. Ich bin gerade im dritten Kapitel von 5, glaube ich. Und wenn die alle ähnlich sind, wird es sehr turbulent werden. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Erstens, weil wir bestimmte Sachen erfahren haben, die Lust auf mehr machen. Sowohl in ihrem privaten Bereich, wie aber eben halt auch bei den Dingen, die sie rausgefunden hat, die absolut erschreckend sind. Dass sie, sagen wir zumindest, Mitwisser schon mal hat, was erstmal gut ist, weil sie dann erstmal nicht alleine rumhängt, ja, und sich dann alleine durchkämpfen muss, weil wir haben immerhin jetzt nur noch Moses in der Safi ist nicht mehr Ebene, der zumindest uns Rückhalt geben kann, wenn irgendwas passiert. Und ich hoffe mal, das ist meine größte Hoffnung, dass bei allen möglichen Katastrophen, und natürlich werden auch Tiefschläge kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dafür ist Life is Strange bekannt. Es war ein langer Tag. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Machen wir gleich. Dass wir trotzdem ein wunderbares Erlebnis danach zum Schluss haben werden. Das soll es für heute gewesen sein. Uhrzeit ist schon drüber, aber ist egal. Den Moment wollte ich jetzt auch auskosten. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder mit einem Spiel, was ich noch nicht weiß, was wir spielen werden, weil wir alle Spiele, die wir gespielt haben in den letzten Tagen, fertig gespielt haben. Zum Beispiel gestern. Und ich dementsprechend mir morgen Gedanken machen muss, was wir als zweites spielen. In diesem Sinne, schlaf gut, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Oder morgen oder hier zum nächsten Video danach, wie auch immer. Euer Firefox.